Guten Morgen, Leute. Weil wir gestern ja nicht schleifen konnten, jedenfalls nicht mit der Maschine, geht's heute mal anständig mit Schleifen los. Und zwar muss ich einmal die Fensterbretter schleifen. Den Schrank, Einbauschrank, schleife ich glaube ich auch nochmal mit der Maschine dann doch an, weil da sind so ein paar Stellen, die ich nicht so richtig abbekomme mit der Hand. Und die Balken müssen auch geschliffen werden und dann sind die eigentlich einzugsbereit. Die Fensterbretter jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen warten soll, aber hier muss jedenfalls das ganze Harz ab. Da drauf ist. Das ist hier ziemlich dick drauf, teilweise, aber es hat schlussendlich dann doch recht gut funktioniert. Ja, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ich habe hier so ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich ein sehr feines Schleifpapier nehmen wollte. Jedoch setzt es sich immer gleich direkt so zu und dann schleift es nicht mehr. Mal gucken, ob es jetzt irgendwie mit einem grafferen klappt. Wenn nicht, muss ich das irgendwie mit der Hand dann gerade mal abschleifen. Ich habe jetzt pro Balken ein Schleifpapier gebraucht und ist dann doch ein bisschen viel Verschleiß. So, ich hatte jetzt eine 120er Körnung und versuche jetzt, ob es mit der 80er besser geht. Und wenn nicht, muss ich noch graffer nehmen. Oder ich schleife halt echt mit der Hand, aber ich hoffe, das muss ich nicht tun. Fazit, mit der 80er Körnung geht es um einiges besser. Jedoch habe ich jetzt hier auch das weiße Schleifpapier genommen, das eh so für eigentlich lackierte Untergründe ist. So, jetzt wird sich erstmal umgezogen, weil wir fahren jetzt etwas spontan noch zum Globusbaumarkt. Uns fehlten doch irgendwie ein bisschen Schleifpapier. Vor allem so große, ich glaube vom Durchmesser her 20 cm, um die Wände, also den Gips, glatt zu schleifen. Und ja, ich mache mich jetzt mal so ein bisschen fertig, weil so ganz im Ranz-Look gehe ich dann doch nicht zum Baumarkt. Letzte Woche noch 38 Grad und heute schon im Winteroutfit quasi. Aber es kann losgehen. So, da hängen die Schleifteller, die wir benötigen, aber ich bin mir nicht sicher, welche Körnung Marius haben wollte. Also einfach mal warten. Ich nehme mir jedenfalls noch ein paar von diesen weißen damit. Wo waren die doch gleich? Da. Wir sind zurück, schnell was gefuttert und weiter geht's mit Schleifen. Die sind jetzt soweit geschliffen und können lackiert werden. Ich mache die mit diesem Klarlack hier hochglänzend, weil das der gleiche Klarlack ist, den wir auch an den Türen haben bereits. Und somit ist es dann einheitlich, damit wir nicht gerade 100 verschiedene Holzsorten haben. Hier durfte ich jetzt feststellen beim Harzabschleifen, dass hier doch noch so einige Holzwurmlöcher drin waren. Aber ich glaube, die werde ich jetzt einfach, soweit es geht, mit Lack einfach füllen. Weil wenn ich noch mal einen Tag auf diesen Härter warten muss, dann drehe ich durch. Außerdem müssen die Fensterbretter so schnell wie möglich rein, weil sonst wird es eng mit der Challenge. Ich will jetzt wegen der Challenge nicht irgendwie was übers Knie brechen, aber ich habe einfach im Allgemeinen keine Lust mehr, noch mal eben, wie gesagt, einen Tag auf diesen Härter oder auf dieses Harz zu warten. Von daher wird es jetzt einfach mit Lack gefüllt und dann schaut an sich, finde ich, fast genauso gut aus. Musik.
Nachdem ich jetzt hier den Rahmen und die beiden Türen fertig geschliffen habe, wird das Ganze dann nochmal mit Öl überstrichen. Ich finde, die Türen haben jetzt so einen richtig geilen used look. Ich mag das total. Und ich hoffe, das Öl zerstört das nicht wieder, weil ich finde die echt cool so. Heute ist mal etwas früher Schluss als die zwei letzten Tage, ja. Jetzt gehen wir halt Sushi essen und wir haben auch eigentlich so alles geschafft, was wir heute schaffen wollten. Und ich führe euch dann gleich mal wieder rum. Also einmal haben wir da oben so die Ecke vom Schornstein weggeschlagen. Das hat halt was so mit diesen Holzbalken zu tun, an denen ich dann die Schleife und Werkle, die sind übrigens auch fertig. Dann haben wir hier an der Tür, habe ich den Rahmen mal so grob fertig geschliffen. Die Tür selbst natürlich noch nicht. Fast überall da hinten ist auch der Gips bereits fertig geschliffen und wurde bereits fein gespachtelt. Hier ist alles quasi bereit für die Fensterbretter. Das wurde auch noch einmal so aufgespachtelt, genauso wie hier. Da können also quasi jetzt fast die Holzbretter drauf. Die sind übrigens auch fertig lackiert jetzt heute und müssen halt nur noch mal so grob drüber geschliffen werden. Da ist auch so eine Ecke noch weg wegen der Holzbalken. Und das hier ist mittlerweile trocken und gefällt mir schon so ein bisschen besser, aber muss es halt später mit der Tapete sehen. Er guckt mich gerade ganz skeptisch. Falls ihr der Boss noch motiviert. Jo. Guten Morgen, liebe Leute. Wir befinden uns bereits wieder in der Scheune. Und ich sehe gerade, die Fensterbretter sind beide trocken. Die Balken bleiben einfach, glaube ich, heute mal liegen. Die werden nämlich morgen eingebaut. Und der Einbauschrank, den habe ich gestern ja noch mal geölt. Das Öl ist jetzt, glaube ich, auch trocken. Jedoch gefiel mir dieser Used Look vorher so gut, dass ich da, glaube ich, jetzt, sobald das trocken ist, aber das kann noch so ein, zwei, drei Tage liegen bleiben, dann schleife ich da noch mal grob drüber und dann hoffe ich, diesen Look wieder hinzubekommen, weil ja, das hat mir besser gefallen wie jetzt so. Ja, und im Zimmer macht Maris mit Gipsschleifen weiter und heute wird dann auch die Decke gestrichen, wenn alles gut läuft, weil die muss nämlich morgen trocken sein für die Holzbalken. Der Beton hier ist, glaube ich, auch so weit trocken, dass da die Fensterbretter drauf können. Ansonsten muss das Loch hier immer noch fertig mit Acryl gefüllt werden. Ansonsten ist, glaube ich, alles so weit, dass jetzt da drüber geschliffen werden kann. Und wenn man dann da noch irgendwie so Fehler drin oder Macken drin findet, dann kann man da noch mal ein bisschen so Gips reintun. Und das trocknet dann auch schnell, weil das ja dann eine sehr, sehr dünne Schicht ist. Von daher müssten die Wände, glaube ich, heute auch fast soweit fertig werden, so dass dann morgen hier die Holzbalken eingebaut werden. Die Decke wird ja heute gestrichen und dann kann quasi übermorgen tapeziert werden. Und am Freitag könnte dann auch hier endlich mal der Boden verlegt werden. Und dann hätten wir eigentlich das Gröbste gemacht. Es schaut momentan, wenn keine größere Katastrophe kommt, so aus, als könnten wir es schaffen. Hey! Ja! Yay! Und Fensterbrett Nummer 2. Passt. Perfekt. Es ist gerade ein Paket angekommen. Und guck mal, was es ist. Yay! Muss ich gleich mal anprobieren. Ich war gerade am Kochen und wir haben gegessen und dann komme ich hoch und was sehe ich da? Es ist bereits ein Fensterbrett eingebaut.
Und jetzt habe ich es nicht auf Video. Ich habe jetzt erstmal nur hier so rum hauptsächlich geschliffen, weil der Lack dann doch noch nicht so ganz trocken war, wie man hier sieht. Und diesen Teil hier werde ich dann morgen oder so nochmal schleifen. Und dann ist es fertig. Beim zweiten Fensterbrett darf ich jetzt dabei sein. Und gucken wir einfach mal, wie Maris das macht. Besser. Zuerst sind, wie ihr gesehen habt, die Fensterbretter eingebaut. Rund um die Fenster ist auch jetzt fertig vergipst überall. Feingips ist bereits drauf und wurde geschliffen alles. Was nicht so toll geworden ist, sind hier vorne diese Risse und die wurden zugemacht. Allerdings ist es irgendwie so nicht ganz so toll geworden. Also man sieht immer noch, dass da Risse waren und dass irgendwas gemacht wurde. Ja, hier sieht man jetzt, wie das später dann mit dem Kontrast aussehen wird. Und mittlerweile, glaube ich, ist es komplett trocken und es gefällt mir auch wieder um einiges besser, weil es ist jetzt so richtig matt geworden und glänzt nicht mehr so viel. Von daher finde ich es echt gut. Dann ist natürlich die Decke gestrichen und auch diese Rundung hier überall mit, weil da kommt wieder so eine Zierleiste an der gesamten Länge entlang vorbei und erst ab da drunter wird tapeziert. Das heißt, die muss später sauber aussehen und ich befürchte, da muss auch noch eine zweite Schicht Farbe drauf, weil die erste jetzt nicht so zu 100% gedeckt hat. Dann die Tür habe ich jetzt fast komplett geschliffen, also hier innen ist überall fertig. Hier so in diesen Rillen ist auch fast fertig. Und dann hier ist auch überall, nur da sind nur ein paar Flecken. Weil so dieses nach oben schleifen ist echt mega, mega anstrengend. Hier ist auch eine Menge Farbe, weil auf einmal fing hier drunter die alte Farbe an zu bröckeln und Maris ist fast durchgedreht. Und ja, er musste dann immer nach jedem Streichen quasi diese abgebrückelte Farbe hier abkratzt und das hat er halt einfach da mitten im Raum gemacht und hier überall ist dann weiß, aber da kommt der E-Laminat drüber, von daher ist es gar nicht so schlimm. Ja, das war's für heute und wir sehen uns dann morgen, Leute. Ciao! Hi Leute, der heutige Tag beginnt damit, dass ich zu Globus fahren werde und erstmal Tiere füttern und dann geht's los.
Also Leute, ich war gerade bei Globus und ich sag's euch, kommt niemals hierher, wenn ihr nicht unbedingt müsst, wenn die diese 20% auf alles Aktion haben, weil Gott, da drin war die Hölle los und ich bin endlich fertig. Mandy, was machst du da? Bist du gebotzt? Hä? Bist du gebotzt? Entfett? Wie entfett? Die Dinger? Ja, ungeschlafen. Nee. Du hast so ein Fett, guck mal. Wirklich?